hat Gott den Lockdown von Liebe beschlossen? Habt ihr das schon mal gehört, dass Gott den Lockdown in dieser Zeit von Liebe beschlossen hat? Den Lockdown für Ehren, den Lockdown für Wertschätzen, den Lockdown für Vergeben? Gott hat das nicht beschlossen. Sind wir uns einig, dass in dieser Zeit sein Wort genauso noch gilt? Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gilt das noch? Leben wir das noch? Leben wir ein Wertschätzen für jemand, der total Christ ist und total anders denkt? Leben wir das noch? Oder gilt das nicht mehr? Leben wir in dieser Zeit wirklich vergeben, wenn wir meinen, der andere denkt komplett verkehrt, können wir ihm vergeben? Es ist so viel Spaltung in christlichen Kreisen und unter den Christen gerade unterwegs. Ich sehe nicht, dass Gott irgendwas ausgesetzt hat in dieser Zeit, sondern dass eigentlich diese Zeit eine Zeit der Prüfung ist für die Christen. Können sie wirklich lieben in dieser Zeit? Können sie wirklich den Nächsten ehren? Können sie wirklich den Nächsten, und der muss nicht Christ sein, wertschätzen? Können sie wirklich vergeben? Und mir scheint, das fällt so manchen schwer, die meinen, sie müssen diese Welt und ihren Mitbruder und Schwester richten, weil sie meinen, sie haben die totale Erkenntnis und sie müssen diese durchsetzen. Der Teufel arbeitet daran, dass die Menschen ihre Identität verlieren. Und das macht mich wirklich traurig. Wenn Christen ihre Identität verlieren und zu einem Richter von Meinungen werden, egal welche Meinung, ich werde heute keine favorisieren, aber egal welche Meinung, es gibt so viele unterschiedliche festgefahrene Meinungen und der Teufel liebt das, wenn Christen ihre Identität verlieren und deine Identität oder eine Identität eines Christen ist, ich bin ein Kind Gottes. Stimmt's? Ich bin nicht der von Gott eingesetzte Richter für die Christen oder für die Welt, sondern ich bin ein Kind Gottes. Das ist mal das Ganze. In Daniel 11, Vers 32 heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Ein Christen, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Wieso können wir uns stark erweisen? Weil Christus in uns ist und wir die Taten, die Christus möchte von uns, die wir wirken, und das ist nicht Meinungen verbreiten, sondern die Liebe Gottes, dass wir darin wirken und darin sind wir stark. Stell dir mal vor, in diese Welt kommst du mit der Liebe Gottes zu deinem Nächsten oder zu deinem Andersdenkenden und überschüttest ihn mit Liebe. Das ist das, was Gottes Wille ist. Das ist das, was Gottes Wille ist in dieser Zeit. Aber ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. In der heutigen Zeit verlieren viele, viele, leider die Identität. Und ich möchte uns alle auch mal heute Morgen ein bisschen wachrütteln. Ist deine Identität noch wirklich zentriert? Zentriert die Liebe Gottes im Herzen, den Menschen weiterzugeben? Und so viele meinen, ihre begründete Meinung, wo sie Beweise dazu haben, wo sie sich sicher sind, das ist die richtige Meinung, dass das die Wahrheit ist. Das ist eine heiße Sache, seine Meinung als Wahrheit auszugeben. Was die Wahrheit ist, ist das Wort Gottes. Richtig. Aber wir müssen da wirklich aufpassen. Und dann gibt es die andere Seite, die genauso
Beweise hat und alles Mögliche, baut sich Teile von Bibelverse zusammen und genau dasselbe. Und diese andere Seite, auch Christ, sagt, das ist die absolute Wahrheit. Jetzt steht Wahrheit gegen Wahrheit. Hat Gott in dieser Zeit mehrere Wahrheiten erfunden? Nee. Unsere beschränkte Erkenntnis in dieser Welt können wir nie als Wahrheit verkaufen. Wenn einer da ist, an den wir glauben, der sagt, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und das Leben. Und Wahrheit und Leben, ihr Lieben, das ist das, was wir heute brauchen. Und die Wahrheit machen nicht die Menschen, sondern die Wahrheit ist in Jesus. Jede Seite begründet der Meinungen ihre Haltung. Und es ist richtig, dass jeder eine Meinung haben darf. Es ist schlimm, mit Leuten zusammen zu sein, die ihre Meinung ändern, wie sie gerade was hören. Nein, wir brauchen eine Meinung. Aber wir brauchen auch eine Offenbarung, was die Wahrheit ist. Und wir haben, das ist dann zum Teil aber auch die Wahrheit für dich persönlich. Und es gibt für jeden persönliche Situationen und ein persönliches Leben. Wir können nicht alles pauschalieren, dass das das wahr und das falsch ist, sondern jeder ist ein Unikat und das müssen wir respektieren. Aber ohne Liebe entmachten wir Gott in unserem persönlichen Leben. Wenn wir sagen, das in dieser Welt, ich muss bloß noch, nur noch das ist richtig. Nur noch das ist richtig und alles andere ist falsch. Wo bleibt die Liebe? Du entmachtest, darum habe ich diesen Titel gewählt, wir können Gott entmachten. Du entmachtest Gottes Liebe in dir. Du gibst sie nicht mehr weiter, sondern wirst zum Ankläger, zum Verurteiler. Und die Bibelstellen immer zitieren, die wissen auch die Bibelstelle, wo es heißt, dass das Sünde ist. Lasst uns nicht da mitmachen. Möchte ich euch wirklich anflehen. Lasst uns erfüllt sein mit der Liebe Gottes. Für Menschen, die vielleicht nicht kapieren oder Menschen, die verhärtet sind, aber lasst uns wirklich unseren Nächsten lieben, wenn er krass anders denkt. Wir könnten keine Sozialarbeit machen in Indien und so weiter, würdest du sagen. Den Glauben, da gebe ich keinen Cent hin. Wir lieben diese Menschen und durch die Liebe finden sie zu Jesus. Aber nicht durch ihren Glauben, den sie in Indien haben. Das kannst du nicht unterstützen, weil das ist so konträr zum christlichen Glauben. Aber wir lieben diese Menschen, die noch in ihrem Glauben sind und durch die Liebe werden sie zu Jesus geführt. Und das ist wirklich das, was wir auch in unserem Land tun können. Wenn ich meine Identität in Jesus kenne, lasse ich auch konträre Meinungen stehen. Sag, ich denke anders und kann auch sagen, ich weiß, dass es anders ist, aber ich lasse es stehen. Und ihr Lieben, das stehen lassen, das ist das Biblische. Jesus kam auch zu Menschen, die total anders gedacht haben. Wir waren Gatterer. Oh, Herr, geh, du machst hier alles kaputt, die Schweine sind schon kaputt, geh wieder vor. Jesus hat sie nicht beschimpft und hat gesagt, ihr liegt total falsch. Lasst doch, lebt doch mit euren Dämonen, wenn ihr wollt und tschüss und ihr geht unter die Hölle und da. Oh. Nee, Jesus ging dann und ging an den nächsten Platz. Ich sage dir wirklich, lass den anderen stehen mit seiner Meinung und liebe ihn. Liebe ihn, wertschätze ihn. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es steht nicht in der Bibel, liebe alle Gleichdenkenden. Oh ja, ich glaube, dann haben wir Probleme. Wisst ihr? Wenn es da steht, liebe alle Gleichdenkenden. Wir denken alle so unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch Gott gewollt. Wir sind so individuell geschaffen und das sollen wir auch. Ja, eine Lösung.
Ich sage, komm zurück zu deiner Identität. Wieder ein Kind Gottes, das lieben kann, das wertschätzen kann, das wirklich auch seinen Kindern, die alles verkehrt gemacht haben, die dich beschimpft haben und die alles, wo du gesagt hast, nie mehr, mit denen rede ich nicht mehr. Auch wenn sich noch nichts geändert hat, du sollst sie nicht verurteilen, du sollst sie nicht hassen, Sünde, du sollst sie lieben. Du sollst sie wertschätzen, es sind Geschöpfe Gottes, aber die laufen falsch, drogensüchtig und die sind wirklich im Feind verschrieben. Ja, bete für sie. Und wenn du für sie betest, liebst du sie. Du betest nicht für was, wo du hassen tust. Bete für sie, das ist auch Liebe. Und so viele binden sich, weil sie Verwandte oder Menschen hassen oder verurteilen und sie merken nicht, dass sie die ganze Kraft Gottes in ihrem Leben eigentlich entmachtet haben. Dass sie nur noch die Bibeltexte kennen, dass sie nur noch christliche Phrasen kennen und die um sich hauen, aber keine Wärme mehr da ist, keine Kraft mehr da ist. Sie erwarten in ihrem täglichen Leben nicht, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott ihnen begegnet. Wir sind geschaffen, einzigartig zu sein. Wir sind nicht geschaffen, eine einzigartige Meinung zu verteilen, sondern einzigartig zu sein. Und da kann es sein, dass für eine Lebenssituation, für jemand von hier, Gott eine andere Lösung hat, wie für deine Lebenssituation hier, weil es was ganz anders sein soll. Wenn aber dasjenige von hier sagt, bei mir hat das ganz, ganz gut funktioniert, so muss es sein, dann kann es bei dir anders sein. Und ihr Lieben, wir sind so individuell von Gott geschaffen, Gott sei Dank. Und ihr Lieben, und von dem her brauchen wir uns nicht um die Unterschiede uns zu kümmern, sondern um die Gegenwart Gottes. Denn die Wahrheit kommt immer noch von ihm. Und es wird von ihm keine zwei unterschiedliche Wahrheiten kommen, da muss dann irgendwo was falsch sein. Gott entscheidet sich nicht irgendwo anders. Uns geht es manchmal so, also wenn ich 30 Jahre zurückdenke, da habe ich über manche Sachen ganz anders nachgedacht. Und dann habe ich irgendwo Erkenntnis bekommen, zum Beispiel Israelreise. Ja, du denkst über Bibel nach, du denkst über bestimmte Themen nach und hast dich festgefahren. Du kommst nach Israel und dir wird erklärt, wie das früher war und sagst, uff. Das gleiche Wort, das du liest, sagst du, wow, das verhält sich ja ganz anders, wenn ich die Zusammenhänge kenne. Ihr Lieben, unser Leben ist ein Stückwerk. Auch wenn man hier vorne mit Mikrofon steht, kann hier keiner sagen, er ist vollkommen und er weiß die ganze Wahrheit. Nur Gott kennt die Wahrheit. Aber wir dürfen uns nicht anmaßen, mit unserer geglaubten Wahrheit andere zu hassen, die anders denken. Die ganze Welt ist zurzeit entmutigt und ratlos. Wo sind die Christen, die das nicht sind? Da gibt es so viele, die sind genau, du kannst sie nicht mehr unterscheiden, außer sie sagen es dir, dass sie sind. Genauso entmutigend, genauso ratlos. Ihr Lieben, wir haben eine Quelle. Wir haben eine Quelle, die uns jeden Tag Rat und Tat zur Seite steht. Das heißt nicht, dass wir nicht mal ratlos sind, wenn wir irgendwas entscheiden müssen. Keine Frage. Aber wir haben eine Quelle, wo wir Rat und Tat holen können. Wir haben eine Quelle, wo wir nicht der Welt nachmachen müssen und sagen, boah, ich weiß auch nicht, wie alles weitergeht und so. Das weißt du vielleicht nicht. Aber was du weißt, ist, dass Gott mit dir ein Ziel hat. Und das Ziel du erreichen wirst, wenn du mit ihm läufst. Glaubst du das? Du wirst es tun, wenn du mit ihm läufst. Und das ist so wunderbar. Kreativität, Integrität, Exzellenz, Weisheit. Ihr Lieben, das sind Früchte, die wir weitergeben sollen. Der Vater
hat den perfekten Plan für diese Welt. Wir sind dazu da, ihn umzusetzen. Stimmt's? Wir haben mehr zu bieten als unsere Meinung. Wir haben einen Gott, der Zeichen und Wunder tut. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.